Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Syndicate. So, und zwar kommen wir jetzt zu das, was mir am meisten Spaß macht. Und zwar die Totenkopf-Mission. Dann wollen wir mal da hoch. Ja, das sind so meine Lieblingsmissionen. Aber ich denke mal, von euch vielleicht sogar auch. Ich bin übrigens immer noch ein Level schwächer als dieses, das Empfohlene. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Also diese Art von Attentate finde ich schon seit Unity richtig geil. Und die sollen meiner Meinung nach es auch nicht ändern. Das ist mir sogar am liebsten. So, jetzt gucke ich mir mal die Umgebung an. Und ich sehe noch keinen Gegner. Aber ich kann mich schon mal rüberhangeln. Also ich finde, um sich irgendwo reinzuschleichen, ist dieser Enterhaken richtig geil. Aber als Fortbewegungsmittel würde ich zu Kutschen greifen. Denn damit ist man immer schneller irgendwo, es sei denn, man ist auf der Themse unterwegs. So, keinen Polizisten töten und nicht vom Ziel entdeckt werden. Okay, das ist, denke ich mal, nicht allzu schwer. So, jetzt können wir auch die Gegner und so sehen. Polizisten, das sind die Blauen. Ah, da ist ein korrupter Polizist. Den Polizisten gefangen nehmen. Einfacher Zugang zum Parlament. Wachen werden ihm aus dem Weg gehen. Das ist aber nicht der, den ich suche. Denn meine Methode ist wie immer, den Totenkopf zu suchen und den einzigartigen Attentat zu vollführen. So. Identifizieren. Schaltet einzigartigen Attentat frei. Lord Cardigans Passwort stehlen. Wie mache ich denn das? Wo ist der hin? Ist irgendwo da hinten. Wie bestehle ich den, ohne den zu töten? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich versuch's mal auf normalem Wege. So. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Okay, da oben ist noch etwas, wo ich hin muss. Um hier eine Schnellreise hinzumachen. Wow, wow, einfach nur gigantisch. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch an so einem Gebäude hochziehen. Alter. Einfach nur geil. Na komm. Ich bin sowieso auf die E3 gespannt, denn da werden bestimmt einige geile Spiele bekannt gegeben. Wie zum Beispiel ein neues Assassin's Creed. Bestimmt.
Ich hoffe auf so einige richtig geile Sachen. Die E3 dürfte ja in ein paar Monaten soweit sein. So, ja. Ist da ein Heuhaufen? Alter. Wo brauche ich eigentlich das Passwort? Scheiße, hier sind so viele Polizisten. Na scheiße, die haben mich entdeckt. Okay, ich bin hier falsch, ich bin hier falsch. Sorry, ich hab mich verlaufen. Alter, ein Schuss von denen und ich bin schon wieder im Arsch, ey. Ich darf die ja nicht töten, aber die Roten darf ich töten. Was mit dem? Spürziel auf. Bis zu Lord Cardigans Büro folgen. Mit dem Politiker reden. Halt! Stopp! Wo ist denn eigentlich das Ziel? So, danke für die Wurfmesser. Sag mal, wie komme ich jetzt zu dir hin? Da gibt es einen Eingang. Den werde ich auch nehmen. Alter, du kannst doch nicht mehr angreifen, mein Freund. Ah nee, ich muss hier lang. Um mit dem da zu reden. Vorsichtig. So. Hallo. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Eberlein vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Jo. Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise wir sollten uns beeilen. Aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Ah, gut, die haben uns verloren. Zumindest gleich. Die sehen uns zumindest nicht mehr. Gut, jetzt haben sie uns verloren. Ich hoffe, dass wir nicht entdeckt werden. Greifen die uns eigentlich an, wenn wir dem folgen? Ich riskiere mal nichts. Nichts riskieren.
Was willst du denn? Hä? So, können wir weiter? Danke. Ah, wir haben ihn. Okay. Sicherlich werden solch standhafte Verteidiger Britanniens wie Sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen. Kennwort. Balaklava. Bitte. Ah, Minister. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal? Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen. Sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. So, jetzt aus dem Gebiet entkommen. So, mal gucken, ob dann noch ein paar Gegner sind. Die haben mich schon wieder aus der Sicht verloren. Ah, das sind irgendwo Eingänge. Oder eher gesagt Ausgänge. Genau da. Tschüss! Eurem Boss geht's gut. Das versichere ich euch. Das versichere ich euch auch. So. Hep. Und hep. Raus hier, schnell. Mich hat keiner gesehen. Nehmen vielleicht noch die Kutsche mit und fahre einfach mal hier um die Ecke. Und dann ist die Mission auch schon abgeschlossen. Wunderbar. Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott!
Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief. Für mich? Jo, für mich. Ich hoffe, dass ich die Audiospur von mir auch, rausschneide. Wo ist denn jetzt mein Controller? Da tut man einmal den Controller kurz mal irgendwo hinlegen und man weiß nicht mehr wo. Ah, da. So. Damit wären wir jetzt bei Sequenz 8 angekommen. Die starten wir wenigstens noch. Bevor es da zum Finale übergeht. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. So, da ist unsere nächste Mission. Ich werde auf jeden Fall noch hinlaufen. So, die Sequenz 8 haben wir hier gestartet. Es folgt danach. Also der jetzt kommt, ist auf jeden Fall kein Templer. Aber ein übler Geselle. Er arbeitet, glaubt, sogar mit den Templern zusammen. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und danach kommt das Finale sogar schon. Ich muss dir was sagen. Nein, musst du nicht. Denn ich werde mich jetzt in die Nähe hin teleportieren. Ja, hier ist noch alles. All das, was wir schon gemacht haben, ist zunichte, ich weiß. Aber wir haben es gemacht. Ich habe es aufgenommen. Und beim nächsten Assassin's Creed mache ich nur einmal solche Nebenaufgabe, um zu sehen oder um zu zeigen, wie sie aussieht. Und mache die dann privat für mich weiter. Aber vielleicht mache ich auch erst die Hauptstory zu Ende. Und kümmere mich dann um die Nebenaufgaben, denn dieses zu schnelle Leveln macht mich zu schnell stark. Wenn das in jedem Assassin's Creed so ist, dann gute Nacht. Ich denke mal, das nächste Assassin's Creed wird in einem Zweiten Weltkrieg enden. Nee, Erster Weltkrieg kommt ja. Dann der Zweite, so. Ich denke mal sogar, dass wir irgendwann mal Hitler als Assassinen bekommen und mal sehen, wie die das storytechnisch hinbekommen. Wow. Okay, ich mache mich auf den Weg dahin und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.